Liebe Gläubige, wir wollen zu Anfang unserer kleinen Online-Volksmission zunächst einmal den Heiligen Geist anrufen, dass er uns mit seinem Lichte erleuchte, mit seiner Kraft stärke und mit seiner unendlichen Liebe heilige. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott dein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. Wir wollen auch diese kleine Volksmission der Mutter Gottes anbefehlen durch das Gegrüßet seist du Maria. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Pius der Zehnte, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, eine Volksmission ist immer eine ganz besondere Gnadenzeit für eine Pfarrgemeinde. Sie sollte eigentlich wenigstens alle 10 Jahre in einer Pfarrei abgehalten werden. So sagt es der Kanon 1349 im alten Kodex des Kirchenrechts der Kirche. Natürlich kommen Online-Vorträge nur annähernd an eine Volksmission heran, weil der direkte persönliche Kontakt mit dem Prediger fehlt. Auch die Möglichkeit der persönlichen Aussprache sowie spezielle Vorträge für bestimmte Pfarreigruppen und Altersgruppen, Kinder, Jugendliche, ältere Leute, für Eheleute, Männer und Frauen. Außerdem erfordert eine Volksmission eigentlich eine lange Vorbereitung, wenigstens ein halbes Jahr. All dies war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. So tun wir, was wir in diesem Rahmen tun können. Es sind also 2 Vorträge pro Tag vorgesehen, um 10 Uhr und um 15.30 Uhr, am Karfreitag statt 15.30 Uhr, 14 Uhr, um Ihnen zu helfen, diese Karwoche gläubig, betrachtend und betend zu durchleben, über unsere heilige Religion liebend nachzusinnen und sich mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu vereinigen. Mit einem Wort, um Ostern würdig vorzubereiten. Wir, das heißt Pater Andreas Jeindl, der hier Spiritualität am Seminar unterrichtet, und ich, die Prediger, lehnen uns dabei stark an die geistlichen Übungen des heiligen Ignatius von Loyola an. Heute Abend, an Palmsonntag, wo wir den Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert haben und dann in der Heiligen Messe die Passion gehört haben nach Matthäus.
Heute Abend wollen wir einen Blick werfen auf die heilige Taufe, weil in den letzten Jahren, Jahrzehnten die übernatürliche Ordnung in der Kirche fast ganz abhandengekommen ist, auch bei den Katholiken eben. Und weil die Taufe das Tor zu diesem übernatürlichen Leben ist. Im Nikodemus-Gespräch sagt der Herr, wer nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste, kann nicht in das Himmelreich eingehen. Johannes, drittes Kapitel. Die Taufe, so sagt das Kirchenrecht, ist Pforte und Grundlage der übrigen Sakramente. Die Taufe bewirkt also eine neue Geburt, eine Geburt zum übernatürlichen Leben, zum Leben aus dem Glauben und aus der Gnade. Deshalb wollen wir einen Blick werfen auf den Taufritus. Wenn die Eltern ihr Neugeborenes zur Taufe bringen, dann empfängt sie der Priester in violetter Stola am Kirchenportal, denn das Kind, noch ein Heide, hat kein Heimatrecht im Heiligtum Gottes. Und jetzt beginnt die Befragung. Was begehrst du von der Kirche? Den Glauben. Und was gewährt dir der Glaube? Das ewige Leben. Und der Zelebrant ermahnt das Kind, ermahnt die Paten des Kindes. Willst du also zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Geiste und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann haucht er das Kind dreimal an und spricht die Worte, weiche von ihm, unreiner Geist, und gib Raum dem Heiligen Geist, dem Tröster. Stünde also dieses kleine, unschuldige Kind unter der Macht des Teufels? Wäre es ein Spielball der bösen Geister? So ist es tatsächlich. Denn mit dem Sündenfall unserer Stammeltern haben wir dieses große, übernatürliche Erbe vollkommen verloren und sind ein Spielball des Fürsten dieser Welt geworden. Alle Kinder Adams und Evas werden nicht im Licht, sondern werden in die Finsternis hineingeboren, stehen nicht unter der Gnade, sondern unter dem Zorne Gottes. Und darum nimmt die Kirche im Taufritus eine ganze Reihe von Exorzismen vor, um dieses Geschöpf den Klauen des bösen Feindes zu entreißen, die Macht des Teufels über es zu brechen und es hineinzuversetzen in das Reich der Wahrheit und des Lebens, in das Reich der Heiligkeit und der Gnade, in das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. So sagt es die Präfation vom Christkönigsfest. Danach bezeichnet der Zelebrant den Täufling mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes auf der Stirn und auf der Brust. Denn unsere Religion ist vor allem die Religion des Heiligen Kreuzes, dass wir als Bekenntnis und Siegeszeichen stolz auf der Stirne und als heiliges Vermächtnis im Herzen tragen sollen. Der Geist soll hinfort seine Prinzipien aus dem Kreuze Christi schöpfen. Das Gemütsleben und der Wille, symbolisiert im Herzen, sind ganz auf den gekreuzigten Jesus ausgerichtet. Der Priester legt dann dem Täufling die Hand auf, denn Gott will durch ihn, den Diener seiner Kirche auf Erden, von diesem Geschöpf vollkommen und endgültig Besitz ergreifen. Jetzt reicht er dem Kind das erste Salz, das Salz der Weisheit, in der es auf den Wegen Gottes wandeln, seine Gebote beobachten und alles in der Weisheit Gottes aus einer übernatürlichen Schau heraus beurteilen soll. Nach einem weiteren Gebet und Exorzismus, also nach einem langen Reinigungsritus, führt er das Kind in das Heiligtum Gottes ein, tritt ein in den Tempel Gottes,
auf dass du mit Christus Anteil habest am ewigen Leben. Nach dem Maße der Losschälung aus den Umarmungen des Teufels, der Reinigung von Sünde und Schuld und dem Besitzergreifen Gottes wird also der Täufling eingeführt in die christlichen Heilsmysterien. In der Urkirche wurden die Katechumenen beim Gottesdienst noch vor der Opferung mit dem Ite Missa est von der heiligen Feier entlassen. Denn als noch nicht Getaufte durften sie bei den tiefsten Geheimnissen unseres Glaubens nicht anwesend sein. Am Taufbrunnen angekommen, betet der Täufling zuallererst das Glaubensbekenntnis. Denn der Glaube ist die Voraussetzung für Hoffnung und Liebe, ist die Grundlage jeglichen christlichen Lebens, ist das Fundament des Lebens und Handelns der Kirche. Der heilige Paulus sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Diese Worte klingen wie ein Echo des Taufbefehls Jesu Christi. Geht hinaus in alle Welt, lehret alle Völker und macht sie zu Jüngern und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jetzt wird das Kind zum ersten Mal durch den Mund seiner Paten das Paternoster sprechen, das Vaterunser. Denn es darf und soll Gott seinen Vater nennen, einen treusorgenden Vater während seines ganzen christlichen Lebens. Als Christ liegt ihm nichts so sehr am Herzen, als dass der Name Gottes geheiligt werde, vor allem in ihm selbst, dass das Reich Gottes als ein Reich der Gnade und der Wahrheit komme und die Welt vergehe, dass der Wille Gottes immer, überall und vollkommen geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Daran schließt sich der so sprechende Ephetaritus an. Der Priester nimmt etwas Speichel aus seinem Munde und berührt Ohren und Nase des Täuflings, wie der Herr dies getan, als er den Taubstummen heilte. Denn seit dem Sündenfall sind wir taub, ist unser Inneres wie verschlossen für die Wahrheit, den Glauben und das heilige Evangelium, wie auch das Gesetz Gottes. Es soll für diese übernatürlichen Realitäten geöffnet werden. Auch unser innerer Geruchssinn soll geöffnet werden für den Wohlgeruch Christi, das heißt für seine Tugenden und seine Heiligkeit. Das Öffnen des Bandes der Zunge ist hier einschlussweise mit einbezogen. Der Christ soll nicht stumm sein, sondern Gott anbeten und preisen, sowie seine Nächsten durch Wort und Beispiel das heilige Evangelium verkünden lassen. Jetzt ist der Augenblick gekommen, um in einer feierlichen Verpflichtung ein für alle Mal dem Teufel und seinen Verführungskünsten und seinem Blendwerk und der Gesellschaft seiner Helfeshelfer zu entsagen. Widersagst du dem Teufel? Ich widersage. Und all seinen Werken, ja, all seinen Werken will ich widersagen, ein für alle Mal. Und all seinen Gepränge, auch dem will ich ein für alle Mal widersagen. Daraufhin erfolgt die Salbung mit dem Katechumenenöl, und zwar auf der Brust und zwischen den Schulterblättern, im Nacken. Auf der Brust in das Herz ist der Sitz der Affekte und symbolisiert die Liebe, die ganz Gott gehören soll. Im Nacken, denn das Kind soll die Kraft empfangen, den Schmerzensmann von Kalvaria, das Kreuz, nachzutragen. Jeder Christ ist mehr oder weniger ein Simon von Cyrene. Offensichtlich haben das bisweilen schon die Christen der ersten Jahrhunderte vergessen. Darum spricht der heilige Paulus mit schmerzerfülltem Herzen: Viele wandeln als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm liegt in ihrer Schande.
Der Zelebrant vertauscht jetzt nach Abschluss des Reinigungsritus die violette Stola mit der weißen. Er befragt den Täufling über den Glauben. Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den alleinigen, wahren und lebendigen Gott? Ich glaube. Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren wurde und gelitten hat, der der einzige Erlöser, Heiland und Priester des neuen Bundes ist und außerdem es kein Heil gibt? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche als einzige von Gott auf Erden gestiftete und Gott wohlgefällige Religion, an die Gemeinschaft der Heiligen, an den Nachlass der Sünden, an die Auferstehung des Fleisches und an das ewige Leben? Auch daran glaube ich. Willst du getauft werden? Ja, ich will es. Und nun ist der feierliche Augenblick gekommen. Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit gießt der Priester in Form des Kreuzes das Taufwasser über das Kind und gebiert es so wieder zum göttlichen Leben der Gnade. Ein übergroßes Wunder vollzieht sich in diesem Augenblick, größer als die Schöpfung einer ganzen Welt. Denn dort entsteht aus dem Nichts Dasein, hier aber wird aus einem Sünder ein Gerechter, aus einem Diener Satans ein Kind Gottes. Die alte Schuld Adams wird Kraft des Blutes Christi abgewaschen und handelt es sich um einen Erwachsenen, dann sogar die persönliche Sündenschuld und die an diese gebundene Sündenstrafe. Dieses Geschöpf ist nunmehr ein Glied am geheimnisvollen Leibe Christi, eine Rebe am lebendigen Weinstock, durchflutet vom Saft des Lebens der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst. Der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat dieses Kind zu seiner Wohnstatt, ja zu seinem Himmel gemacht. Lebt sein göttliches Leben in dieser kleinen Seele. Der Vater zeugt in diesem Kinde seinen Sohn. Vater und Sohn hauchen in dieser Kinderseele den Heiligen Geist. Und dies ist nicht eine fromme Redeweise, sondern lebendige Wirklichkeit. Der Herr selbst hat es im Evangelium gesagt: Wenn jemand mich liebt, so wird mein Vater ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Es ist dies ein großes Privileg, eine unaussprechliche Wirklichkeit, dass also der dreifaltige, wahre Gott in der Seele der Gerechten wohnt und sein göttliches Leben führt. Glaube, Hoffnung und Liebe sind als Samenkörner in die Seele des Täuflings gelegt, zusammen mit dem gesamten übernatürlichen Organismus, der die sieben Gaben des Heiligen Geistes umfasst und dazu befähigt, seine 12 Früchte und die 8 Seligkeiten hervorzubringen. Ihr seid göttlicher Natur teilhaftig geworden, ruft der heilige Petrus den ersten Christen zu. Noch ausdrücklicher sagt es sein Nachfolger, der heilige Papst Leo der Große, in seiner ersten Weihnachtspredigt. Zitat: Lasst uns also ablegen den alten Menschen mit seinen Handlungen und, nachdem wir an der Menschwerdung Christi Anteil erhielten, den Werken des Fleisches entsagen. Erkenne, o Christ, deine Würde. Kehre nicht, nachdem du der göttlichen Natur teilhaftig geworden bist, durch entartete Sitten zur alten Niedrigkeit zurück. Denk daran, welches Haupt, welchen Leibesglied du bist. Vergegenwärtige dir, dass du der Macht der Finsternis entrissen
und in Gottes lichtvolles Reich versetzt worden bist. Durch das Sakrament der Taufe wurdest du zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Vertreibe nicht durch schlechte Handlungen einen so hohen Geist aus deinem Herzen. Unterwirf dich nicht aufs Neue der Knechtschaft des Satans. Ist doch das Blut Christi dein Kaufpreis. Zitat Ende. Der heilige Paulus wandte sich an die ersten Christen als vielgeliebte und Auserwählte, als Abgewaschene und Gereinigte. Er schrieb an die Heiligen von Korinth und Rom. Wie wird er wohl heute an die Christen schreiben? Um sich an die nachkonziliaren Katholiken zu wenden. Würde er noch seinen Brief richten an die Heiligen von Paris, Rom, Berlin, Zürich oder Wien oder New York? Oder müsste er sich da nicht vielmehr wenden an jene, die mit dieser Welt in Ehebruch leben? An die Mörder ihrer Kinder durch Pille und Abtreibung? An die Eltern, die in unverantwortlicher Weise ihre Kinder gottlosen Lehrern überlassen? An die Treulosen, Feigen und Gleichgültigen, die den Sohn Gottes aufs Neue kreuzigen? In der Urkirche war es üblich, bei schwerer Schuld nach der Taufe lange öffentliche Buße zu verlangen. Die Lossprechung wurde aufgeschoben, bisweilen sogar bis zur Todesstunde. Denn wer sich feierlich von Sünde und Welt losgesagt hatte, der konnte, der durfte eigentlich gar nicht mehr rückfällig werden. Jetzt erfolgt nochmals eine Salbung, diesmal mit dem heiligen Chrisam. Und zwar auf dem Scheitel. Denn das Haupt der Kirche ist Christus, an dessen dreifachem Amt der Getaufte teilhat. An seinem Prophetenamt, an seinem Priestertum und an seiner königlichen Würde. An seinem Prophetenamt, denn jeder Christ ist in die Welt gesandt, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. An seinem Priestertum, nicht als hätte er Teil an den priesterlichen Funktionen des Herrn, wohl aber insofern, als die Taufe das Tor für die übrigen Sakramente ist und der Christ sich selbst, sein Denken, Reden, Handeln, sein ganzes Leben auf dem Opferaltar Christi mit jedem Herzensschlag darbringen muss. Und am Königtum? Denn um mit Pius dem XII. Zu sprechen, der Christ ist auf eine Höhe hinaufgehoben, von der aus er alles beurteilt, ohne selbst beurteilt zu werden. Der Christ schreitet in der Kraft Christi über die bösen Geister hinweg. Im Alten Bund wurden die Propheten, die Priester und die Könige gesalbt. Nach dieser Salbung mit Chrisam empfängt das Kind das weiße Kleid als Zeichen der übernatürlichen Heilsordnung, der leuchtenden Gnade Gottes, des Glanzes des Himmels, der sich als Abglanz in seine Seele gelegt hat. Empfange dieses Kleid und bringe es untadelhaft vor den Richterstuhl unseres Herrn Jesus Christus, damit du das ewige Leben habest. Danach wird ihm die brennende Kerze übergeben, als Zeichen des Lichtes Christi, das sein Inneres wie auch seinen Lebensweg erleuchten soll. Der Herr sagt ja im Evangelium, ihr seid das Licht der Welt. Und wie die Kerze, so soll der Christ sich selbst verzehren in der Gottes- und Nächstenliebe. Wenn die Opferkerze seines Lebens heruntergebrannt ist, gibt er seine Seele seinem Schöpfer zurück. Empfange die brennende Kerze und bewahre ohne Fehl deine Taufe. Beobachte die Gebote Gottes, damit, wenn der Herr zur Hochzeit kommt, du ihm mit allen Heiligen in seine himmlischen Räume entgegeneilen könntest und du lebest in alle Ewigkeit.
Um wie vieles waren die Christen der ersten Jahrhunderte sich der Taufgnade bewusst, als unsere verbürglichten, verweltlichten Wohlstandskatholiken. Da gab es eine lange Vorbereitung mit Instruktionen. Es folgten die Prüfungen und die Exorzismen während der ganzen Fastenzeit, auf die noch heute die Fastenmessen mit den Evangelien von den Teufelsaustreibungen hinweisen. Und war endlich der ersehnte Augenblick der Osternacht gekommen, so umstanden die Katechumenen den Taufbrunnen dürstend nach dem erneuernden Bad wie der Hirsch nach frischer Quelle. Der Bischof selbst war der Spender des Heiligen Sakramentes. Dreimal tauchte er den Täufling ganz ins Wasser, jedes Mal mit der Anrufung der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Denn er soll dem Teufel, der Sünde und der Welt ganz absterben, der alte Adam in ihm soll beerdigt werden. Der Taufbrunnen gleicht also einem Grab, aber auch gleichzeitig dem fruchtbaren Mutterschoß, der gebiert zum Leben mit Christus. Denn das jeweilige Auftauchen aus dem Wasser ist wie eine Auferstehung. Danach werden die Täuflinge mit weißen Kleidern angetan, die sie 8 Tage lang bis zum weißen Sonntag tragen. Sie empfangen die brennende Kerze, ziehen in Prozession ins Heiligtum ein, wo der Bischof die Auferstehungsmesse zelebriert und ihnen das erste Mal den eucharistischen Opferleib Christi reicht. Nicht umsonst schreibt der heilige Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes: Wisst ihr nicht, dass ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, auf seinen Tod getauft seid? Wir sind also durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben. Wie aber Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn sind wir mit ihm durch die Ähnlichkeit mit seinem Tod verwachsen, so werden wir es auch durch die Ähnlichkeit mit seiner Auferstehung sein. Und wie anschaulich besingt die Liturgie der Osternacht mit der Taufwasserweihe dieses Geheimnis. Da heißt es folgendermaßen: Allmächtiger, ewiger Gott, sieh gnädig auf das fromme Verlangen deines zur Wiedergeburt berufenen Volkes, das gleich dem Hirsch nach deiner Wasserquelle schmachtet, und verleihe gnädig, dass der Durst ihres Glaubens ihnen Leib und Seele heilige in dem Geheimnis der Taufe. Sende aus den Geist der Kindschaft, um die Völker, die das Wasser der Taufe dir gebiert, neu zu schaffen. O Herr, schau hernieder auf deine Kirche, mehre in ihr die Zahl deiner Wiedergeborenen, denn du erfreust deine Stadt mit dem mächtigen Strom deiner Gnade und öffnest den Quell der Taufe zur Erneuerung der Völker des Erdkreises. Der Heilige Geist befruchtet das Wasser, das hier bereitet ist, für die Wiedergeburt der Menschen durch die geheimnisvolle Beimischung deiner Gotteskraft. Es empfange heilende Kraft, und aus dem makellosen Mutterschoße des göttlichen Bornes werde eine neue Schöpfung geboren, steige ein himmlisches Geschlecht empor. Und mag Geschlecht, mag Alter sie scheiden, als Mutter gebäre die Gnade sie alle zu derselben einen Kindschaft. Oftmals wird heute die Taufe nur gesehen als ein Einführungsritus in das Gemeindeleben. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, wie sehr eine solche Sicht der Dinge eine entstellte Sicht von der Taufe und vom christlichen Leben ist. Erzbischof Lefebvre erzählte aus seinem missionarischen Wirken in Gabun ein herrliches Beispiel. Als
einen Antipol zu solch degeneriertem Christentum, an die Inbrunst und die feurige Liebe der ersten, die an die Inbrunst und an die feurige Liebe der ersten Christen erinnert. Er sagt Folgendes: Ich entsinne mich eines afrikanischen Oberhauptes der Stadt Port-Gentil, der einen sehr großen Einfluss in der Gegend hatte und vor seiner Taufe nach heidnischer Art, in der viel Ehe lebte und sich der Zauberstäbchen bediente. Er hatte sich umgeben mit einer großen Zahl von Zauberern und Medizinmännern und man fürchtete ihn in der Gegend. Eines Tages nun rührte ihn die Gnade Gottes. Er bekehrte sich und brachte als erstes seine familiäre Situation in Ordnung. Er verbrannte die Zauberstäbchen, die Amulette und wurde ein Katholik voller Eifer. Ich sehe ihn noch heute, sagt der Erzbischof. Selbst bevor der Pater die Türe aufgeschlossen hat, wartete er am Eingang. Er war der Erste, der mit dem Pater eintrat. War kein anderer Messdiener zur Stelle, so diente er bei der Heiligen Messe mit einer Frömmigkeit und einer bewundernswerten Hingabe. Angesichts seiner Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit wurde er zum Richter der Stadt erwählt und er fällte Urteile mit großer Integrität, ohne Parteinahme. Und so hatte er schließlich einen großen Namen als Katholik in der Stadt Port-Gentil. Es konnte nicht ausbleiben, dass er durch die Heiden, die sich von ihm zurückgezogen hatten, verfolgt wurde. Und manchmal selbst durch Europäer, die ihn zu katholisch, zu gläubig, zu eifrig fanden. Doch er hatte fest seinen Lebensweg eingeschlagen und beunruhigte sich nicht, was man über ihn auch sagen mochte. Er hatte den Glauben. Er war glücklich. Er glaubte an unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte die Wahrheit gefunden. Er begriff, dass die Taufe ihm das größte Gut verliehen hatte, dessen er in seinem Leben teilhaftig werden konnte. Und der Erzbischof fährt fort. Wenn die heidnischen Seelen den Wert der Taufe so verstehen konnten und ihr Leben umgestalteten, um die christlichen Tugenden zu üben, anstatt auf immer den Lastern des Heidentums unterworfen zu sein, so müssen auch wir in besonderer Weise nachdenken über die Größe unserer Taufe. Und wir müssen in uns unterhalten eine tiefe Sehnsucht, ein beständiges Verlangen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, in der Liebe zu unserem Herrn, in der Einigung mit ihm zu wachsen. Doch blättern wir in unserer eigenen Geschichte. Eine Taufe war es, die das christliche Abendland eingeläutet hat. Am Weihnachtsfest des Jahres 496 steigt ja König Chlodwig in Reims zusammen mit den Edlen seines Reiches, 3000 an der Zahl, hinab in das reinigende Bad und von den Litten Bischof Remigius als Zelebrant fallen jene denkwürdigen Worte: Was du bisher verbrannt hast, stolzer Sugambra, sollst du hinfort anbeten. Und was du bisher angebetet hast, sollst du hinfort verbrennen. Ein weiteres Ereignis, das mit der Geburt Christi und der Geburt in unseren Herzen zusammenhängt, ist die Krönung Kaiser Karls in Rom im Jahre 800 durch Papst Leo III. Am Weihnachtsfest. Die Geburt des Kindes in Bethlehem, seine Geburt in der Seele des Königs Chlodwigs und die Geburt des christlichen Abendlandes vereinigen sich zu jener Harmonie, die im Zusammenfließen von Natur und Gnade das ganze Mittelalter ausgemacht hat. Vielleicht kann uns das Gebet der seligen Schwester Elisabeth von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit helfen, aufs Neue zu den Höhen des Christseins aufzubrechen. Schwester Elisabeth war eine Karmelitin
in Dijon, in Burgund, also in Frankreich. Sie ist gestorben im Jahre 1906. Und 2 Jahre vor ihrem Tod hat sie ein wunderbares Gebet in 6 Abschnitten zusammengestellt, an die allerheiligste Dreifaltigkeit gerichtet. Ich lese Ihnen also dieses Gebet vor. Um zu begreifen, was es bedeutet, dass Gott in unseren Herzen lebt. Mein Gott, Dreifaltiger, den ich anbete, hilf mir, mich ganz zu vergessen und mich in dir zu begründen, unbeweglich und friedvoll, so als weilte meine Seele schon jetzt in der Ewigkeit. Gib, dass doch nichts meinen Frieden störe, noch mich aus dir heraustreten lasse, du allzeit unabänderlicher. Vielmehr gib, dass jede Minute mich tiefer hineintrage in den Abgrund deines Geheimnisses. Gib meiner Seele Frieden, mache sie zu deinem Himmel, deiner geliebten Wohnung und dem Ort deiner Ruhe. Gib, dass ich dich dort niemals allein lasse, sondern allzeit da sei mit meinem ganzen Wesen, wach im Glauben dich anbete und mich dir ganz überlasse, auf dass du mich neu erschaffst. Du mein aus Liebe gekreuzigter Heiland, ich möchte eine Braut deines göttlichen Herzens sein. Ich möchte dir ein Übermaß an Verherrlichung bereiten. Ich möchte dich so sehr lieben, dass ich an dieser Liebe sterbe. Aber ich fühle mein Unvermögen und darum bitte ich dich, begleite mich mit dir selbst. Mache meine Seele allen Regungen deiner Seele gleichförmig. Überflute mich, durchdringe mich, setze dich an meine Stelle, damit mein Leben nur noch ein Widerschein deines Lebens sei. Komm, bete, sühne und erlöse du in mir. Ewiges Wort, Wort meines Gottes, ich will mein Leben damit zubringen, dir zu lauschen. Ich will ganz gelehrig sein, alles von dir zu lernen. Alsdann will ich durch alle Nächte, alle Lehre und alles Unvermögen hindurch unverwandt auf dich schauen und unter deinem gewaltigen Lichte bleiben. Mein geliebtes Gestirn, banne mich in deinen Strahlenkreis, auf dass ich mich nie mehr daraus entfernen kann. Verzehrendes Feuer, Geist der Liebe, komm über mich, auf dass das ewige Wort in meiner Seele gleichsam wieder Fleisch in mir noch einmal Mensch wird und sein Geheimnis erneuert. Du, Vater, neige dich zu deinem schwachen Geschöpf herab. Sieh in ihm das Bild deines vielgeliebten Sohnes, an dem du dein Wohlgefallen hast. Heiligste Dreifaltigkeit, mein Alles, meine Seligkeit, unendliche Einsamkeit, Unermesslichkeit, in die ich mich verliere. Dir gebe ich mich ganz hin, senke dich tief in mich hinein, auf dass ich mich in dich versenken kann und so wartend ausharre, bis ich einst hingehe, um in deinem Lichte den Abgrund deiner Herrlichkeit zu schauen. Soweit das Gebet von Schwester Elisabeth von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Liebe Gläubige, diese Darlegung des Taufritus und der Taufe selbst soll uns am heutigen Abend einladen, über unsere eigene Taufe nachzudenken. Zu welcher Würde, zu welcher Größe, zu welcher Erhabenheit sind wir in diesem Augenblick berufen worden und erhoben worden. Die Austeilung des Weihwassers am Sonntag beim Amt soll uns immer an unsere Taufe erinnern. Ebenso, wenn wir in das Heiligtum Gottes eintreten und das Weihwasser nehmen und es bekreuzigen. Diese Darlegung über die Heilige Taufe soll uns darüber ins Klare kommen lassen, dass wir ein für allemal dem Teufel widersagt haben.
Und dass wir nicht in sein Reich der Finsternis, der Lüge und der Sünde zurückfallen dürfen. Dass Gott von uns Besitz ergriffen hat. Dass wir Tempel des dreifaltigen Gottes sind. Dass wirklich die allerheiligste Dreifaltigkeit in uns lebt, solange wir im Stande der Gnade sind. In uns lebt und ihr dreifaltiges Leben führt. Dass als der Vater in uns seinen Sohn erzeugt und Vater und Sohn den Heiligen Geist hauchen. Dass wir ein Glied am Leibe Christi sind und uns das Leben Christi durchflutet. Dass also wir eingegliedert sind in die heilige Kirche. Und schließlich und endlich, dass wir Erben des himmlischen Lebens sind. Dass dieses zeitliche Leben nichts anderes ist als eine Vorbereitung des himmlischen Lebens der Herrlichkeit. Ich schließe diese kleine Darlegung über die Taufe nicht mit einem Gebet, weil Sie selber ein klein wenig noch weiter denken und betrachten sollten über dieses große Geheimnis der heiligen Taufe, über dieses unermessliche Geschenk, über diese Neuschöpfung, die Ihnen wohl in Ihrer Jugend, das heißt in Ihrer Kindheit, zuteil geworden ist, als unverdientes Geschenk der Gnade des dreifaltigen Gottes. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.